Ja, immer wenn Coco was hört, Bills. Also, es geht ihr soweit gut. Die hatte ja heute ihre Zahn-OP, weil vier Zähne vorne, diese Spitzzähne, Schneidezähne, was immer, Reißzähne, die mussten gezogen werden. Nur vier Stück, die anderen hatte sie alle verloren. Ich wollte euch jetzt mal meine Meinung dazu sagen, weil ich schon ja, von anderen gehört, erzählt, wie man es halt nimmt. Wegen diesen 82er Salipasari, ja. Ich war schon so oft da drinne. Wir haben schon so viel da drinne gekauft. Wir hatten entweder Schwierigkeiten, dass wir da jemanden gefunden haben, der uns hilft. Wir hatten noch nie Schwierigkeiten, dass man uns was umtauscht. Und wie jetzt mit den Teppichen, ob die Einläufer oder die anderen Läufer, da war immer jemand da, halt nur Freitag, sagte sie, oh, ich bin alleine. Ich kann das nicht, weil sie wohl neu da war oder kann ja auch nicht jeder mit einer Nähmaschine umgehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich meine, ich kann es, ich nähe auch gerne. Und auf jeden Fall mit Salipasari hatten wir noch nie Schwierigkeiten. Die haben uns auch den Wasserkocher so einfach umgetauscht. Den hatten wir 2 Tage oder einen Tag, ich weiß es gar nicht mehr. Madame Coco hatten wir auch noch nie Schwierigkeiten. Also das ist definitiv kein Touristenladen, wie schon mal gesagt wurde. Also es kaufen da nicht nur Touristen, nein, das wäre es ja noch. Es kaufen viele Einheimische da auch ein, ja. Das weiß ich. Erstmal, weil wir jetzt drüber wohnen und vorher schräg gegenüber gewohnt haben. Die tauschen auch um. Ich muss es jetzt einfach sagen. In jedem Geschäft. Die Mitarbeiter haben auch mal schlechte Tage, erstens. Und wie man im Wald reinruft, ja, so kommt es auch wieder zurück. Also ich behandle die Verkäufer nicht als Verkäufer, sondern ich gehe da rein und wenn die gerade beschäftigt sind und ich, auch wenn ich es eilig habe, du, da muss ich später hingehen. Da muss man halt. Ja, und nur weil ich eine Deutsche bin, heißt nicht, dass die gleich springen müssen. Also die Meinung habe ich, ja. Und mir wurde immer beigebracht, wie du reinrufst, so schallst zurück. Also die kennen uns dort schon. Also jetzt nicht mit Namen, aber weil wir öfters da sind. Wir gehen auch öfters mal rein und gucken nur, ob wir irgendeinen Schnickschnack oder so finden. Aber die sind super freundlich, sind immer hilfsbereit und wir haben bis jetzt immer einen gefunden. Bei Madame Coco genauso mit dem Umtauschen. Wir sind hin und der Chef war gerade da. Aber auch die Verkäuferin, die, weil er sagt, was ist da? Und sie sagte, ja, die wollen umtauschen. Dann sagt er, ja, das sind unsere Kissen. Das haben die auch sofort gesehen. Die sehen das ja auch an der Verpackung, ja, oder an die Kissenart. English Homes hat nicht genau dasselbe. Wenn ich jetzt aber natürlich, ihr müsst auch zugeben, also in Deutschland ist es genauso, wenn ich keinen Kassenzettel habe oder die Kreditabrechnung nicht habe und da einfach mit so einem halb ausgepackten Ding hinrenne, dann sagen die meisten deutschen Geschäfte auch, Leute, ohne Kassenzettel tauschen wir nicht um. Also wir hatten da noch nie ein Problem, in beiden Geschäften nicht. Ich wollte euch das nur mal mitteilen. Ich bin sehr zufrieden mit denen, auch mit deren Qualität. Na klar hat Salipasari ein paar Sachen, die sind jetzt nicht so qualitativ hochwertig, aber bis jetzt, was wir dort gekauft haben, war alles in Ordnung. Auch die Handtücher oben. Ey Leute, ihr müsst mal wirklich ganz nach oben gehen. Die haben so geile Handtücher und Bademäntel. Die haben Bademäntel und Turnschuhe haben die dort. Die haben ja nicht nur Teppiche da oben. Also einfach genial. Auch diese Topper da. Und wie gesagt, wenn man die Verpackung, das sagen die einem aber auch, weil wir haben gesagt, mit dem Wasserkocher damals schon, was ist, wenn damit was ist? Die haben gesagt, wir dürfen die Verpackung nicht wegschmeißen. Wenn die Verpackung da ist, alles zusammengepackt ist, Kassenzettel, nehmen die das anstandslos zurück. Und das ist eigentlich wie in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Nur weil das Türkei ist, heißt nicht, dass sie die Sachen einfach so zurücknehmen müssen. Ohne Kassenzettel, ohne Verpackung. Warum auch? Würde ich auch nicht erwarten. Ich würde jetzt auch niemals mit einem Ding irgendwie hingehen, wenn ich den Kassenzettel und so nicht mehr habe. Also den einzigen Laden, wo ich wirklich kenne, wo dieses macht, wo manchmal auch Sachen, wo schon mehr als 2 Jahre alt sind, ist der Globus.
Also der Globus, wo ich jetzt herkomme, gibt es ja Globus Handel so, der nimmt die Sachen so zurück, ja, weil der seine Kundschaft nicht verlieren will. So, das wollte ich euch mitteilen. Ich muss mich jetzt um Coco wieder kümmern, weil sie bellt zwar und alles, aber von der Narkose ist sie doch noch ein bisschen geschwächt. Euch wünsche ich allen noch einen restlichen schönen Tag. Mir wünsche ich natürlich auch noch einen restlichen schönen Tag, auch wenn es regnet. Aber ich werde mir jetzt was Leckeres kochen. Ich habe nämlich Hunger, ich habe nämlich noch nichts zu Mittag gegessen. Bis denn. Ciao, ciao. Oh, hier haben wir die Läufer her. Jetzt haben wir für den Balkon uns auch noch entschieden für diese. Wir sind jetzt noch nicht mal. Wir haben Coco abgegeben beim Arzt. Und die hat das dann geschnitten und direkt umkettet. Genial. Weil wir brauchten wie, ja, so eine Ecke rausgeschnitten. Chef kontrolliert wieder. Nee, da sind die richtig fix hier drin. Wir waren Freitag da, da war nur eine da. Sie sagt, oh, sie kann das nicht. Wir sollen Sonntag kommen. Aber gestern hatten wir zu viel zu tun. Und die haben wirklich viel Auswahl hier. Und ich muss sagen, weil ich sie ja jetzt liegen habe, die haben wir ja im Flur und in der Küche. Das ist gute Quali. Also ich sag mal, für so Läufer vorm Bett oder so sind die wirklich geil. Ja. Richtig gut. Vom Schlafzimmerbett, da haben wir uns doch hier auch eingeholt. Ich glaube den, ja. Und die anderen an der Seite, die haben wir von English Homes und den von der Stube, also Wohnzimmer, den haben wir ja von Madame Coco, weil die ja immer noch 50% hatten oder jetzt auch noch haben. Und ich habe mal geguckt, also die Handtücher, die sind hier gar nicht so teuer. Weil ich finde die günstig. Und die sind gute Qualität. Weil die sind wild. Weil die Shamsi hat mir nämlich erklärt, wie man testen kann, ob das gute Quali ist oder nicht. Weil sie hat sich nämlich auf dem Bazar Handtücher gekauft. Sag ich, wirklich? Ich sag, ich habe einmal, da sind die Fäden dann dir. Sagt sie, nee, nee. Du musst gucken, ob die Fäden rauskommen, wenn du testest. Ach so, sag ich, das ist ja geil. Ja. Jetzt brennst du die Dinge ab. Und gleich ist schon wieder Zeit, Coco abzuholen. Also wir haben bis jetzt, wir haben hier auch was gekauft gehabt. Was war das? Wasserkocher. Dann wollte ich den aber nicht. 2 Tage später, den hatte ich auch nicht benutzt. Ich hatte woanders einen besseren gesehen. Und die haben den wirklich anstandslos zurückgenommen. Also wenn man den Kassenzettel hat und alles wieder so zusammenpackt und den Karton nicht wegschmeißt, dann kann man auch umtauschen. Außer man hat den schon 2, 3 Wochen benutzt. Ja, dann natürlich nicht. Aber überhaupt nicht. Sie hat gesagt, was war damit? Kaputt oder so? Nee, nee, haben wir gesagt, gefällt mir nicht. Und dann hat sie gesagt, gut, kontrolliert, Geld zurück. Ja, dann kann man ja hier, also die haben wirklich viele. Die haben verschiedene, richtig viele verschiedene. Und ich sag mal, wir jetzt mit den Tieren, ja, da muss man nichts. Ja, okay, Wohnzimmerteppich war ein bisschen teurer, aber. Ja, die haben richtig schöne. Wie gesagt, da ist gleich die Nähmaschine. Ja, jetzt hat sie uns das zusammengepackt. Genial, was will man mehr? Die haben aber auch so schön welche. Die haben uns damals auch, wo wir. Wir haben uns ja fürs Schlafzimmer, habe ich ja euch eben gezeigt, gell, fürs Bett, diesen geholt. Weil an der Seite hatten wir einen anderen. Und dann hatte ich gesagt, ich möchte den gerne umkettelt haben. Dann hat sie gesagt, wirklich, sagt sie, sie macht, sie hatte ja auch die anderen umkettelt. Aber sagt sie, das sieht dann blöde aus, die fransen nicht aus. Und sie hatte mir gezeigt, war das an dem? Nee, da muss was umgenäht werden. Sie hatte mir an irgendeinen Teppich gezeigt, aber ich glaube, der ist schon weg. Sagt sie, das sieht dann richtig blöde aus, wenn man die umkettelt und die fransen nicht aus. Und es ist wirklich so. Also der liegt ja schon, ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesaugt. Und sie hatte recht. Also der franst nicht aus. Ich habe es dann auch getestet. Und das hätte dann hässlich ausgesehen, ja. Das will doch kein Mensch.
So ganz, hier ist einer. Ne, das ist auch keiner. Ich wollte euch das mal zeigen. Und sie hat gesagt, das sieht dann komisch aus. Sie hat uns auch, wie gesagt, einen Teppich gezeigt gehabt. Und das haben wir dann so gemacht. Den Teppich haben wir uns ja umketteln lassen. Wir hatten ja Maße genommen. Hat sie wirklich super gemacht, ne? Ja, das passt dann genau. Ja, die Bank stand ja zuerst hier. Jetzt haben wir aber gesagt, bis es richtig warm wird. Jetzt ist natürlich hier wieder ein bisschen durcheinander. Stellen wir das jetzt doch hier hin. Und hier ist ja auch toll. Ich wollte euch das mal eben kurz zeigen. Ich habe jetzt die Klima, wollte ich schon sagen, die Heizung an, ne? Und ja, mein Wäscheständer, also der Tisch kommt ja sowieso weg. Dann kommen hier unsere Liegen hin. Das pustet da gut raus, so wie es soll. Also funktioniert gut. Ich bin ja immer noch begeistert, wie der das gemacht hat, ne? Ja, heute ein bisschen grau, aber das ist nicht schlimm. So viel hat es heute noch gar nicht geregnet. Eben einmal kurz heftig. Ja, wie gesagt, jetzt, weil es kühler ist, sitzen wir dann hier. Weil wir haben ja die ganze Mittags-, Nachmittags- und fast die ganze Abendsonne. Ich weiß, dass dann wird es ziemlich warm auf dem Balkon. Das möchte ich ja natürlich nicht. Also schon, dass es warm wird, aber nicht, dass ich schwitze. Ich werde meine Fenster auflassen. Und dann werden wir die Sachen, diese, da hinten wieder hinstellen, wo die gestern noch standen. Jetzt, weil wir ja die geilen Teppiche geholt haben, haben wir die schnell hier hingeschoben. Weil ich sage, oh, ich möchte ja morgens, wenn ich sitze, ja,